So, hier die Wirkung von Attenuation. Dämpfung des Signals. Normalerweise ist das so, das ist die normale Einstellung. Leider ist das Signal gerade weg. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das auf einem anderen aussieht. Das ist sozusagen das ist die Einstellung hier. Und hier, da muss ich mal gerade mal umschalten wieder. So, da haben wir jetzt wieder ein paar Signale. Da gehen wir nochmal hin. Und so muss So, da sieht man jetzt das Signal. Hier ist jetzt ein Attenuation. So. Jetzt sieht man hier, dass das Rauschen hier unten noch zunimmt, wenn ich das wegnehme. Und normalerweise ist das die normale Einstellung von dem Ding. Und jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge Rauschen drauf. Und das ist jetzt das Maximale. So. Da hätten wir jetzt richtig viel Rauschen drauf. Und jetzt holen wir uns mal ein Signal. Ein schönes Signal. So, das ist jetzt ein schönes Signal. Achte auf das Rauschen und auf dem Signal. Es nimmt immer weiter ab. Das ist ein kräftiges Signal, da kann man ruhig ein bisschen Dämpfung drauf geben. Hörst du, wie das immer weiter, immer besser wird? Jetzt haben wir ein ganz sauberes Signal. Siehst du? So, jetzt können wir hier noch einen Filter drauflegen. Jetzt ist es komplett sauber. Naja, diese Filter, die bringt es vielleicht nicht unbedingt. Und das hier ist das Entscheidende. Das ist jetzt die richtige, für dieses Signal die richtige Einstellung. Um Signale zu suchen, stellt man dann Attenuation natürlich aus und stellt irgendwie den wieder auf Amp 1 an und sucht jetzt hier, sieht man jetzt deutlich mehr Signale. Hier zum Beispiel, hier hinten ist ein schwaches. So, wie man sieht, es ist nicht besonders gut definiert. Jetzt wird es ein bisschen besser definiert. Da mal war es eben gerade unten. Tja. So kann man irgendwie, so arbeitet mit diesen Attenuation. Ne?